Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir wollen heute Spirit of the North, da seht ihr das schon, anzocken. Ich hatte eben schon mal gestartet und dann habe ich gemerkt, mein Mikrofon ist gar nicht drin, erwartet vom Headset. Also ich habe noch nichts davon gesehen. Machen wir mal ein neues Spiel starten, zurücksetzen, ja. Ich bin mal sehr gespannt. Ein Kumpel von mir hat schon durch, mehrmals durch. Der hat gesagt, es ist ein süßes Spiel und das ist so im Journey-Style so. Es lebt eigentlich, also die Welt erzählt uns eine Geschichte, sozusagen. Da wird nicht gesprochen. Ist halt nur über Emotionen, Musik, die Welt verändert sich. Darüber wird halt eigentlich alles erzählt. Ich habe ihn mit Absicht nicht spoilern lassen, weil ich ja selber erleben wollte, was da ist. Noch ist das Mikrofon noch ein bisschen doof, aber bald, 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 bald ist mein Mikrofon wieder da. Das ist Springen. R1 ist auch Springen. Ich weiß gar nicht, wo wir hin sollen, aber ich denke mal, der dicke rote Band wird ja nicht umsonst sein. Wo kommen wir denn hier lang auch? Da geht es auch lang. Dann gehen wir erstmal da lang. Achso, nee, da geht es nicht lang. Von hier sind wir gekommen. Okay, wir müssen also in diese Richtung. Und soweit ich weiß, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, sollen die Entwickler, also nicht Publisher, Entwickler, sollen ein deutsches Studio sein. Auch ein kleines Team, nicht viele Leute. Und das war für die eine Herzensangelegenheit. Ich habe damals, glaube ich, eine Doku darüber gesehen, bei YouTube. Da gab es aber noch nicht mal eine Konsolenversion, da gab es nur die PC-Version, die kam ja zuerst. Aber mein Gedächtnis ist momentan halt semi-optimal. Wir gehen einfach mal auf den direkten Weg. Ich habe auch Angst, dass ich jetzt hier nicht abbiege. Na gut, hier sind überall Felsen und so. Aber dass man sich irgendwie verlaufen könnte. Obwohl, wir haben ein fettes rotes Band am Himmel. Einfach den Band lang, dann kommt man immer irgendwo an. Es verschiebt sich das, seht ihr das? Der tritt über den Berg rüber. Eine Höhle. Also echt süß gemacht und schön. Die Musik ist ein bisschen traurig, oder? Durch, ne?
Ötzi. Geht hier irgendwo einen Gang lang? Vor lauter Bäumen nicht gesehen. Springen wir mal zu dem Skelett. Ich höre irgendwie Feuergeräusch. Ist das leiser? Ist das lauter? Ah, seht ihr, das ist ja richtig. Der Weg ist frei, aber ich gehe nochmal hier lang. Achso, hier ist wirklich nichts weiter. Also, du weißt ja richtig, was ich gemacht habe. Ach, das sind Speicherpunkte. Was ist das? Ach, ein Tigerchen. Ein Geisterfuchs. Der geht da lang, aber ich will da noch nicht lang. Links und rechts lang und so. Ach Mensch, was bist denn da so schmusig gerade? Hm? Aber war da nur einkaufen. Ach, eine Trophäe. Hier geht's hoch. Aber hier ist nichts, okay. Ich glaube nicht. Na, dann ist es doch der. Entschuldigung, der Kater hinten. Der will gerade schmusen. Ach Mensch, leg dich doch hin, Katerchen. Hm? Genug durchs Wasser.
da geht's lang. Dann versuche aber erstmal hier lang zu kommen. Da lang. Kann ich auch sterben? Nee. Ich hör was. Ach, das ist Wasser. Ich weiß schon jetzt, dass es vielen von euch nicht erfallen wird und so ruhig und so. Aber ich finde, ich habe auch Journey gemocht. Ich habe auch Journey gespielt. Also ich, Geschmäcker sind halt verschieden. Also mir gefällt es bis jetzt. Also ein richtiges Spiel zum abends mal oder tagsüber mal relaxen. Entschuldigung. Das ist nicht wegen dem Spiel, das ist wegen zu wenig Schlaf. Da lang, aber ich will erstmal hier lang. Vielleicht hat es einen Grund, dass es hier oben lang geht. Vielleicht ist hier wieder irgendwas versteckt. Soweit. Ich gehe dann doch mal über wieder zurück. Wenn ich, dass ich diesen Geist verliere, vielleicht ist der ja noch wichtig. Kann ich rennen. Das ist ein bisschen wie ein Hund. Sieht so aus, dann hätte ich wahrscheinlich doch mal den anderen Weg gehen sollen.
Ah, ein Speicherpunkt. Juhu. Stand aber noch nicht davon speichern. Ah, jetzt leuchtet's. Ich habe mal Musik ein bisschen lauter, also leiser gemacht. Ich hoffe, bei euch ist es jetzt nicht zu leise. Ich habe vergessen, mir den Lautstärke-Mixer hier aufzumachen. Das ist hier noch nicht großartig was passiert. Wir haben nur irgendwie einen Geist befreit. Hier geht's nicht lang. Und wir laufen rum. Ich sehe das jetzt schon. Ich sehe das jetzt schon. Einige von euch. Ah, oh, scheiße. Aber man muss auch in die Perlen mal eine Chance geben. Und mein Kumpel hat gesagt, das ist wirklich eine Indie-Perle. Ein Spiel, was sich lohnt, sagt er. Und weil er wusste, dass ich Journey gemocht habe. Und auch Flower und Flow. Oh, hier ist was. Ist das der Geist? Ja, der springt da hin und her. Ich glaube, das ist ein Geist. Fuchsgeist oder so. Und Flower haben mir auch sehr gut gefallen. Wo viele meckert haben. Ich verwechsel bloß Bäder immer. Das mit den Blumen habe ich mir auch für die PS5 geholt. Ah, hier ist er. Geht hier lang. Da geht es auch lang. Aber hier mal. Ach, ich habe wieder einen Stab. Befürchtung. Muss ich hier irgendwelche Jump and Run Aktionen ablegen? Nee, nicht. Ach, hier vorne ist er ja schon. Ich habe einen Schaman vergessen, so wie es aussieht. Ich denke, das sind Schamanen. Mit Zaubern und so. Da wird garantiert am Anfang, wo ich dann doch links gegangen bin, wird da noch einer gewesen sein.
Und mit Geistern und so kenne ich noch mit Schamanen. Da ich damals gerne die Serie guckt, Shaman Kings. Schade, dass die nicht weiterging. Und nur so ein halbes Ende hatte. Heute wird von euch keiner mehr kennen, Shaman Kings. Düsterer. Sieht nicht gut aus. Oh. Okay, da sterbe ich. Bin ich jetzt wirklich schon tot? Ah, schon Kapitel 2. Ich bin verletzt. Ich will euch nicht zu viel spoilern. Also falls ihr das seht und euch das Spiel interessiert, am Anfang, wo ich ihm dann gefolgt bin, dem Geisterfuchs, wo nach links gegangen bin, geht da lieber geradeaus weiter. Da scheint noch ein Schamane, toter Zauberer. Vielleicht bin ich auch zu sehr im Game drinne, dass ich, oder Zocker, dass ich das als Schamane identifiziere. Vielleicht ist das ja was ganz anderes. Aber alte Männer oder allgemein Männer mit Umhang und einem Stab in der Hand sind im Spiel immer Zauberer oder Schamanen. Fuchs. Passiert was? Okay. Berge. Der Fuchs. Und das andere könnte dieses komische rote Band vielleicht sein. Die Menschen freuen sich über das rote Band oder über den Fuchs. Ich glaube über den Fuchs. Der Fuchs ist oben auf dem Berg und die Menschen beten ihn an. Fuchsgeister sind in der japanischen Mythologie auch sehr verbreitet. Haben wir hier zum Beispiel bei Ghost of Tsushima gesehen.
paar Skelette. Jetzt ist der Berg alleine, ohne den Fuchsgeist. Und die Menschen sind traurig, würde ich jetzt sagen. Die halten den Kopf runter und halten nur die Hand davor. So. Dann bricht der Vulkan aus und alle Menschen sterben. Ich weiß ja nicht, ob es auch Menschen sind. Vielleicht ist. Vielleicht ist das ja auch wieder so eine Parallelwelt oder erdähnliche Welt. Über Skelette? Ah, da sieht doch schon wieder so ein Stab. Also nicht wundern, was da oben steht. Das sind Aktualisierungen, die gerade gemacht werden. Von PS4 und PS5 Spielen. Immer noch mit der Fuchs ist im wohl im Berg und dann ist der Weltuntergang und viele Menschen sterben. Ah, hier ist ein Schamane. Seht ihr da auch so? So ein Zauberstab, das ist ein Hexer, Magier oder Schamane. Und da die mit Tieren ist und Geistertieren, tippe ich eher auf Schamane. Aber warum heilt denn der komische Geisterfuchs mich nicht? Gar nicht die Spielzeit. Können wir ja mal gleich nebenbei hier, wenn wir hier machen, mal schnell rausfinden. Okay, Google. Spielzeit von Spirit of the North. Laut Play Experience. 7 bis 8 Stunden Spielzeit ist Spirit of the North sicher kein allzu langes Abenteuer. Okay, also 7 bis 8 Stunden. Das könnten wir auch mal ein Wochenende uns zu Gemüte tun. Bei Samstag mache ich ja, naja, Sonntag vielleicht denn. Ja. Samstag und Sonntag den Rest. Ja, da können wir so ja noch was anderes spielen oder hier, keine Ahnung. Samstag halt nicht so lange und Sonntag mache ich ja dann meistens jetzt neuerdings halt bis abends. Da haben wir doch schon 2 kurze Spiele, was wir demnächst durchspielen werden. Die Story von COD und Spirit of the North. Jetzt glitzer ich auch.
sind alle auf Englisch, die Trophäen. Aber hier funktioniert es auch wieder mit den Karten. Story sind wir jetzt bei 12%. Schaman, Kapter 1. Ja, siehst du, Schamane. Da sind wir 66%. Finde zwei Schamanen. Also wir müssen noch zwei finden und dann kriegen wir Arctic Fox Premiere. Ich finde es mit diesen Trophäenkarten finde ich total geil von der PlayStation 5. Finde 4, finde 6. Was bei 4 Schamanen? Alles anzeigen. Und 8. Und dann kriegen wir als Premiere einen grauen Fox-Skin, aber das scheint grau-rot zu sein. Save the Shaman Capture 2 und 3. Ist halt schade, dass das alles Englisch ist. Wo sollen wir hin? Ich wähle den einfach mal an. Geht's hier lang? Ich folge mal dem Licht. Gebe ich das wieder, das Leuchten gebe ich jetzt wieder ab. Und da öffnet sich eine Tür. Ich kann das Leuchten auch wieder zurückholen. Und dann geht die Tür wieder zu. Das wollen wir ja nicht. Die Tür muss ja aufgehen, müssen ja weitermachen. Kapitel 3. Also mein Kumpel hat mir echt nicht so viel versprochen. Das ist echt ein süßes Spiel. Was? Das habe ich nicht mitgekriegt. Achso, X. Naja, das wissen wir doch schon, dass X springen ist. Folgt mir dieser blaue Ball. Ist das der Fuchs? Also dieser Geisterfuchs oder? Oh, es ist nicht mehr Schnee. Ach so, jetzt müssen wir uns halt einen Weg bahnen. Alter Assassin's Creed Hase. Was ist jetzt? Jetzt bin ich wieder blau. Ah, okay. Also Blume. Blume macht mich blau. Da kann ich Steine mit Muster, kann ich der blaue wieder abgeben. Dann öffnet sich das, dann geht es weiter. Okay. Kann ich die Blume jetzt nochmal anwählen? Nee, doch. Dann nehmen wir mal mit, wer weiß, wofür wir das noch brauchen.
Oh, nee, da geht's nicht weiter. Also ich hätte gar nicht. Hier ist die nächste Blume. Ich will das weiter lang gehen. Also gehen wir hier lang. Von der Blume noch mal zurück. Einmal, weil es cool aussieht. Oh, was haben wir hier? Ich höre was. Oben oder unten? Ah, hier oben. Das haben wir ja aufgemacht, hier sollen wir ja lang, aber ich weiß nicht. Ich habe die Befürchtung, dass hier noch was ist. Wir sollten ja... Ach, jetzt kommst du an. Sollten wir hier oben mal gucken. Oh, was haben wir hier? Das machen wir mal an. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber wir lassen es mal an. Der Fuchs springt über die Berge, oben in Sterne. Und das scheint alle due zu sein. Okay. Ah, hier auch noch mal eine Geisterblume. Dann wäre es aber mal Geisterblume. Dreimal so, ja.
So, ich wollte aber noch. Da. Ich wollte mir von den grünen Geisterblumen nochmal blau holen. Ist wohl besser, wenn man blau immer dabei hat. Auch Geisterblumen. Wird ja irgendeinen Zweck haben, denke ich mal. Gucken, wo der Stabträger hin ist. Hier sind die Blumen, nochmal drei Stück. Ich habe aber noch nicht dieses Flammensymbol. Kaminfeuermäßig. Ich bin hier richtig. Würde ich sagen, ich höre ja was.
doch die Blume. Ja, da war ich. Wieso krieg ich ihn? Jetzt habe ich sie gekriegt. Ich wollte gar nicht so lange anspielen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gut ist, was ich hier tue. Safe-Punkt. Das ist süß gemacht, ey. Ich hab was leuchten sehen. Ha! Wo ist der G? Habt ihr gesehen, noch blauert. Da sind noch mehr. Da
irgendwo ein Save Point. Man kann von dem Zauberohr oder was immer das auch ist, kann man nur einen aufnehmen. Dann denke ich mal hier irgendwas machen. Ach, da unten. Ich denke mal, das hat doch Platin, da werden wir gleich mal nachgucken. Tropien, sieht nach Platin-Trophäe, Master of Light. Wenn man weiß, schwarz gemacht, auch cool. Ah, okay, alles klar. Ach, ne, ich habe ja nicht. Oh, fuck. Ich habe ja von den Pflanzen das nicht. Das machen wir noch schnell und dann bin ich schon bei einer Stunde gleich beim Anzocken. Ey. So lange wollte ich gar nicht. Ja, ich muss den Controller laden, weil den habe ich noch nicht geladen seit gestern. Irgendwas ist passiert, aber ich habe keine Ahnung, was. Vibriert doch alles. Ja. Wir lassen das mal so. Machen so mal unseren Abschluss, weil wir sind fast bei einer Stunde. Ich weiß jetzt schon, dass es einigen von euch wieder nicht gefallen wird. Das weiß ich jetzt schon. Aber ehrlich gesagt, wirklich, ich finde es süß. Und wie gesagt, mir hat auch Journey gefallen. Mir hat Flower und Flow gefallen. Das waren auch schöne Spiele. Ja, aber ich weiß schon, dass es einigen von euch nicht gefällt. Aber es ist wirklich ein schönes Indie-Spiel. Und dafür, dass es
Entschuldigung. Von einem Indie-Entwickler ist, finde ich, die Grafik sieht echt gut aus. Ja, das gab es halt, wie es gesagt, erst für den PC. Dann kam es halt für die Konsolen, also für die Switch. Ich glaube, Xbox auch und PlayStation 4. Und jetzt halt auch für die PS5. Also ich spiele es gerade auf der PS5. Die PS5-Version. Habt ihr ja an diesen Trophäenkarten gesehen. Sonst würde da ja stehen, also würde man die Trophäenkarten nicht sehen. Die sieht man beim PS4-Spiel, glaube ich, nicht. Ja, also von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Ich finde es echt schön gemacht, süß gemacht. Es ist keine Rede. Die Geschichte wird, wie gesagt, wie ihr mitgekriegt habt, nur durch uns selber und die Welt erzählt, weil wir halt bestimmte Sachen aufdecken, Steine. Dadurch wissen wir dann nach und nach, was hier passiert ist. Wie wir jetzt schon mitgekriegt haben, irgendwie Vulkan und Menschen sind gestorben und irgendwas vom Himmel. Finde ich gut. Finde ich wirklich, wirklich gut. Mir gefällt's. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das vielleicht in 2 Tagen im Stream mal durchdaddeln. Weil wir sind jetzt bei einer Stunde. Also sind nur noch 5. Also könnten wir vielleicht, also wenn wir hier weitermachen, so ja noch nur noch einen Tag. Und dann vielleicht später nochmal gucken, dass wir dann nochmal durchspielen und uns die Schamanen holen, die uns dann noch fehlen. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das auf Platin bringen. Kann ich mir gut vorstellen. Also von mir auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Mir macht Spaß, ist ein schönes Spiel. Die könnt ihr auch eure Kinder spielen lassen. Hat Atmosphäre, ist schön. Man muss ein bisschen rätseln, wie man dann halt mit den Steinen macht. Das ist nicht zu knifflig. Ihr könnt euch sicher sein, dass kein Blut oder kein Gewalt ist. Also, ich finde es toll. Ich finde es wirklich toll. So, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ahoi. Das hat euer Odin.